Wenn du halt da nicht jedes Spiel auf deinem Niveau, das du auch bringen kannst, und der Mario ist ein überragender Spieler, wenn du das nicht jedes Mal zeigst, dann bist du halt auch mal auf der Bank. Und wenn du es dann so vom Typus her bist, dann vielleicht im Training dann mal nicht alles gibst und dann das Gefühl rüberkommt, oh, unzufrieden und lässt die Schultern hängen und Kopf geht nach unten, dann hast du auch wenig Chancen, bei Bayern München von Anfang an zu spielen. Aber ich bin eigentlich auch jemand, der sagt, Mario hat mich positiv überrascht, weil er in den Partien, die er gespielt hat, er hat, ich weiß, es hört sich doof an, stets bemüht, aber er ist hinterhergegangen, er ist in die Zweikämpfe reingegangen. Ja, aber, hört sich komisch an, ja. Ja klar, hört sich das komisch an, aber trotzdem, das hat man von ihm nicht erwartet. Er ist, hättest du mehr erwartet? Oder? Nee, früher. Früher hätte ich jemanden gern gesehen, der bei München auf den Platz kommt und alles probiert an sich zu reißen, das ganze Spiel, und die Zweikämpfe zu gewinnen. Das Gefühl hatte ich nicht. Mhm. Das hatte ich bei der Nationalmannschaft in den ersten Spielen, wo er jetzt gespielt hat bei der Euro, hatte ich das, dass er es versucht hat. Und deswegen, er kommt zu schlecht weg, aber ich stehe mit der Meinung nach den Kritiken relativ alleine. Also ich glaube erstmal, dass man jetzt auch mal trennen soll zwischen Verein und Euro. Die Spieler konzentrieren sich auf das Turnier. Und ich bin auch bei Jens, was Mario Götze angeht. Also ich bin auch überrascht, dass er eigentlich so einen guten Auftritt hat hier. Hat auch noch Luft nach oben. Er ist ein sehr guter Fußballer. Und alles andere, was nach dem 10. Juli passiert, das wird sich zeigen. Also ich persönlich glaube nicht, dass er bei Bayern bleiben wird. Das ist ein bisschen gepokert jetzt nur, geht es ums Geld. Aber von den Spielanlagen, die hatten, von den Optionen, die er auch seinen Mitspielern gibt, die er auch dem Trainer gibt, ja, ist es ein Spiel, der aus dem Halbfeld kommen muss oder hinter einer Spitze spielen? Weil auf der Außenbahn, er ist kein Sprinter, brauchst du schnelle Leute wie ein Sané. Und du musst die Spieler da einsetzen, wo sie ihre Stärken haben. Das ist eben so.